Dieser Artikel wird kontinuierlich fortgesetzt und aktualisiert. In ihrer Untersuchung im Zusammenhang mit dem Missbrauchsbericht in der Erzdiözese München und Freising führte ich auch die ehemaligen Erzbischofs Friedrich Fester und Josef Ratzinger an. Genannt. Es gab keinen ausreichenden Verdacht kriminellen Handlungen, HR-Manager Kirche, 1977 bis 1982 stand. Das Wetter von 1982 bis 2007 an Spitze Erzdiözese. 6 Fälle intensiv überprüft die Anwaltskanzlei Westphal-Spilker-Wastel, die den Missbrauchsbericht für den Erzbischofrick erstellt hatte. Hatte dem Staatsanwalt 45 Fälle gegeben, 6 Fälle, in denen Missbrauchsfonds noch in der Pastoralversorgung beschäftigt waren und es gab Anzeichen für erneuerte und noch nicht gesetzliche Straftaten bei separaten Untersuchungen. Der Staatsanwalt betonte, dass es in keiner Weise Anzeichen dafür gab, dass die Personalverwalter die Kirchenverwaltung missbraucht hatten, wie K-General Gerhard Gruber je. 5. Nach dem derzeitigen Erzbischof, Kardinal Reinhard Marx, wurden keine Anzeichen für kriminelles Verhalten bestimmt. Nach Angaben Staatsanwalt der Fall. Der Staatsanwalt durchsuchte auch die Ordinariate. D. H. Die Verwaltungsbehörde Erzdiözese sowie den Palast des Erzbischofs und damit die offizielle Residenz von Kardinal Marx Ende Februar. Der Chefstaatsanwalt bezieht sich auf Dunkeltel, der Missbrauchsbericht der Anwaltskanzlei. Westphal-Spilker-Wastel ist für die interne Neubewertung und die soziale Debatte sicherlich von großer Bedeutung. Die im Bericht beschriebenen Fälle waren nach dem Strafrecht zeitlich oder nicht relevant. Andere waren der Justiz bereits bekannt. Die Erfahrung zeigt, dass Missbrauch durch Bewertung von Akten kaum jemals gelöscht oder entdeckt wird. Aber normalerweise durch die Tatsache, dass eine beschädigte Strafanzeige eingereicht wird und somit eine Untersuchung initiiert. Gleichzeitig verwies der Chefstaatsanwalt auf eine Dunkelfeld. Wir müssen annehmen, dass nicht alle Fälle weit davon entfernt waren, angezeigt zu werden. Kein besonderes Strafrecht. Für die Kirche Kornbeffs lehnte auch Vorwürfe ab, dass die Justizkirche mit Samthandschuhen behandeln würde. Kein Staatsanwalt und kein Staatsanwalt seiner Autorität müssen Hemmungen gegen einen Geistlichen oder andere Mitglieder der Kirche untersuchen. Die Kirche hat keine besonderen Strafrechte. Der Chefstaatsanwalt bezeichnete, dass die Ordinariat des Erzbischofs versuchte, die Ermittlungen zu unterstützen. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Kirche den Staatsanwalt relevante Dokumente zurückgehalten hat. Auch von absolut Bereitschaft zu erziehen. Die Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft für die Staatsanwaltschaft.